Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier vor unserer Höhle, wo wir rein wollen. Da sollten wir aber noch was snacken und was essen. Ja, und dann machen wir da rein. Oh, hoffentlich geht's hier rein. Guck mal, das hier ist Moll. Ah, guck mal. Und, oh, geil, unterirdisch. Ich liebe so einen Scheiß. Nehmen wir erstmal alles mit. Oh, haben wir sogar eine Rakete. Weißt du, wie teuer die ist, ey? Das ist geil. So. Sonst so sammeln wir alles, was hier unseres ist. Das hier abgeschmolzen. Und dem Osmium unter Wasser wird. Geil. Denke ich mal zumindest. Ich weiß nicht, wo wir gleich sind, wenn es hier nach oben geht. Mal, hier liegt überall noch was rum. Klar, das Osmium interessiert so am meisten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir wie wo was kriegen hier. Achso, okay. Dann ist es wirklich nur so eine eingestürzte blöde Höhle. Ja, was heißt eingestürzte? Achso, okay. Gut. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch irgendwie, dass man hier raus könnte. Achso, das ist unser Eingang hier, ne? Nein. Okay, wo sind wir hier? Hä? Einer gucke. Hier hinten sind wir. Bei den. Ah! Und dann habe ich das nie gesehen. Okay. Aber ist ja schon mal eine schöne Sache hier, muss ich sagen. Ne? Schön, schön, schön. Also ich habe mir natürlich jetzt gewünscht, dass hier vielleicht noch 10.000 Meter mehr liegen. Oder was heißt Meter, aber 10.000 Osmium mehr. Das wäre irgendwie richtig toll gewesen. Aber ist dann halt nicht so. Ich baue die mal ab. Ich denke irgendwann mal wieder. Denke, hier kommt noch was. So, dann können wir aussortieren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin mal gespannt, was das hier noch so Schönes gibt. So, aussortieren. Ja. Erstmal sortieren. Oh, Dünger 2 hatten wir ja sogar letztes Mal. Ist gar nicht gesehen. So, die hier. Dann haben wir natürlich hier unsere geilen Pflanzen. Ja, und dann würde ich sagen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sauerstoff. Den brauchen wir jetzt nicht hier unbedingt. Da können wir das hier noch mitnehmen. Eigentlich will ich ja noch die Pflanzen mitnehmen, ne? Ich brauche alles. Ja, Schwefel jetzt nicht vielleicht. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Gut. Ja, und dann gucken wir mal. Ich fliege hier absichtlich mal hier so lang. Vielleicht, eventuell. Guck mal hier. Da ist auch noch so eine Pflanze. Orchidea delos catorsos. Ne, wie heißt die? Orimea. Orimea-Pflanze. Ich dachte, die hieß Orchidea oder so. Ach, hier wäre was drunter. Aber können wir nicht mitnehmen, weil wegen Vollheit. Vollness. Nicht Fettness, sondern Vollness. So. Aber ist heftig. Ich würde gerne jetzt hier noch vielleicht ein bisschen weiter rum. Also, klar, wir werden jetzt wieder Bäume herstellen oder ja, die Baummittel herstellen. Das ist logisch irgendwo. Weil wir brauchen ja den Stuff. Um den, ja, weiterhin die Bäume da zu klatschen. Weil das ist letztendlich das, was denn uns am meisten Sauerstoff macht von dem ganzen Zeug. Da hängen wir ja noch bei Weitem hinterher. Das musste eigentlich die ganze Zeit so durchballern. Tut's aber nicht. So, Osmiu. Osmia, Osmiu. So, das schon mal rein. Die Rakete kommt auch natürlich. Carola. Ach, Kima, hier haben wir ja noch eine. Das ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich ist das schlecht. Warum waren wir denn so... Hä? Komisch. Nee, da nicht. Osmium hier noch rein. Dann haben wir noch ein Uranstäbchen. Was natürlich ganz geil ist, wenn wir wirklich mal...
wieder Kraftwerke brauchen. Wir könnten natürlich auch eigentlich neue Kraftwerke bauen, aber wir sind ja ein wenig zu beladen dafür. Also beziehungsweise fehlt davon ganz viel und von allen anderen. Also Superlegierung und besonders dieser Pulsar, Quarz, geladener, was auch immer, Dingsbummens da. Davon fehlt am meisten eigentlich. So, gut. Ich glaube, eins haben wir hier noch drin. Wenn nicht, dann täusche ich mich. Ne, nur Mutagen haben wir drin. Das heißt, wir bräuchten noch eine... Den muss ich da auch jetzt noch. Erstmal... Stopp mal, ich muss erstmal gucken. Einer fehlt da hinten noch, glaube ich. Ich weiß nicht, ne? Den haben wir jetzt da mitten reingequatscht. Wie gesagt, ich nehme die Folgen im Vor... Also schon ein paar Tage vorher auf. Deswegen werde ich jetzt nicht reagiert haben auf Sachen wie... Ja, die muss am Rand bauen. Das, ja, wie gesagt. Aber er macht ja trotzdem Biomasse, glaube ich. Kriege ich hier irgendwas eigentlich denn da draus, wenn das hier so wächst? Ne, wa? Das sind aber auch hässliche Bäume, muss ich sagen. So richtig Alien-Bäume mit Augen und so. Boah, voll widerlich. So, eine Baumrinde, habe ich gesagt. Weil dann könnte man... Ja, ich nehme die Beeten mit. Ich glaube, eine ist hier noch drinne. Eine ist hier noch drinne. Keine ist hier noch drinne. Gut. Hätte ich ja gesagt, ne? So, Bakterien. Das bräuchten wir dann für Mutagene. Ja. Muss gleich nochmal gucken. Besonders bräuchte ich auch Wasser. So, Mutagen, Baumrinde und eine geile Pflanze. Und zwar die 450er nehmen wir mal. Vielleicht können wir mit der nämlich auch irgendwas Schönes machen. Jupp, geht sogar. Super. Die Pilze. Ich hab doch Pilze an die Pflanze. Also erstmal irgendwas zum Essen wäre ganz nett. Rapsch, rapsch. Dann bräuchte ich wieder Wasser. Eigentlich ohne Ende. Flapp. Ich habe lange keine Mehl mehr gekriegt, ne? Muss ich auch mal sagen. So, die Pilze wollte ich noch mitnehmen. Falls wir die nämlich mal bräuchten. So, drüben fehlt nämlich auch noch Wasser. Dann gehen wir mal drüben, finde Wasser mal auf. Einen Schluck muss ich nehmen, aber davon. Alte Wasser hier? Ja, warte mal. Dann werden wir das hier mal so ein bisschen schöner sortieren. Ah, ich hätte von... Ja, okay. Ich hätte ja das Wasser auch mitnehmen können. Ich... Ah ja, komm. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder genug. So, ich habe zweimal Sauerstoff, was reichen könnte, Tütte. Oder vielleicht auch nicht. Ah, ich müsste ja für so einen Baumstreuer... nee, wir machen erstmal unterwegs. Los, komm. Wieder hinten erstmal hin. Ob es da irgendwas Schönes gibt. Hätte auch mal gucken können wegen einer T3-Rakete. Für... Ich sehe alles der Gebiete. Das wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Guck mal, die Sache ist auch... Was ich mich wundere... Guck mal, da oben gibt es was, ne? Seht ihr das? Jetzt lass mal hier gucken. Es gibt doch bestimmt hier irgendwas, um hier nach oben zu kommen. Guck mal, da sind ja auch so eine Sachen. Da ist sowas. Hier ist sowas. Meinst du nicht, dass es hier eine Ranke gibt? Irgendwie ist mir so. Also muss ja nicht so sein, ne? Aber ich. Wie viel? Kann ich hier hoch, bitte? Ich fette Sau. Ich bin einfach zu fett. Sorry. Ich. Nee. Das ist ein Spielfehler. Ich komme da nicht hin. Ich bin nicht fett. Das ist ein Spielfehler. Oh, den Spruch muss ich mir merken. Für irgendwann mal. Ich bin gar nicht so fett. Das ist ein Spielfehler. Ein Fehler in der Matrix.
optische Täuschung. Ich habe kein Oberbild. So, aber wir machen mal weiter. Guck mal, da hinten ist aber auch schon saftig grün, ne? Muss man ja mal so sagen. Ich würde ja, wenn jetzt hier noch eine Höhle geben würde, ne, würde ich ja glatt so sagen, lass mal reingehen. Ne, ist wirklich so. Ich würde da echt mal so nachgucken. Besonders anfangs die Höhle, die nehmen wir uns irgendwann auch mal vor. Ich würde hier gerne nochmal gucken, Lucky Lucky machen, ob hier wirklich alles raus ist oder ob es hier neue Ufer gibt. Oh. Weißt du, ob hier alles raus ist oder ob es hier neue Ufer gibt. Ich dachte, wenn ich zweimal erzähle, kriege ich vielleicht noch was, aber der Trick sollte jetzt nicht überall funktionieren. Aber ist ja okay. So, die Ranken sind richtig höchst interessant, muss ich sagen. Richtig höchst interessant. Guck mal, schon wieder so eine Pflanze. Ich find's cool, also. Oh, guck mal! Der Halo hat Blümchen dran. Das ist ja Wahnsinn. Die haben sich hier schon... Oh, guck mal, total ausgebreitet. Ob werdet ihr es? Na, ob das so gefällt, weiß ich ja auch nicht. Aber ich glaube natürlich auch, dass viele hier mit Karte spielen. Machen wir natürlich nicht, weil... so Verfechter der... Ich weiß nicht, ich könnte zum Beispiel so früher, so als Kind, Jugendlicher, Fußball gespielt, ne? Manchmal so Rennspiele und sowas. Und wenn man sich die Gegner immer so einstellt, dass man immer gewinnt, dann macht das für mich keinen Spaß. Ich brauche immer Herausforderungen. Ich habe es lieber schwieriger, wie bei Subsistence. Ich sterbe lieber 3000 Mal und sage aber dann so, okay, dafür meister ich irgendwie trotzdem das Spiel, anstatt dann immer zu gewinnen. Voll langweilig. Viele spielen so. Können sie auch. Mir Latte. Aber ich eben nicht. Und deswegen auch so Cheaten mir angucken, wie die Karte ist, wo es die besten Ressourcen gibt und sowas. Da bin ich kein Verfechter. Keine Ahnung. Mach ich einfach nicht. Mag ich nicht. Mach ich nicht. Will ich nicht. Hab ich nicht. So. Wir haben hier mehrere Einbuchtungen noch. Die wir vielleicht mal gleich gucken. Ich wollte hier mal ganz nach oben einfach mal so zu gucken. Okay, hier ist weiter nichts. Ja, dann gucken wir mal hier bei der ersten Einbuchtung. Ist hier irgendwas Schönes? Hier ist noch eine Höhle. Eine Osmium-Höhle. Oh nein! Geil! Noch geiler! Eine Quasar... Oh! Ey, ich krieg... Ich werd nicht mehr. Ist jetzt wirklich hier? Ist das real? Träum ich nicht? Oh, bitte sag mir, dass hier noch Quasare drin... Oh, da leuchtet's doch schon. Was ist das? Was ist das? Ein Pulsar! Juhu! Oh, ist das geil. Noch was? Oh. Oh, ich liebe dich. Geil. Oh. Also damit habe ich jetzt mit vielen gerechnet, aber damit jetzt nicht hier. Heftig. Zack. Pulsar, Pulsar, Pulsar. Alles ist Pulsar. Pulsar, Pulsar, Pulsar. Alles mag ich ja. So. Okay, Kiste erstmal weg. Ich werde mal hier eine kleine Übersicht machen, was ich jetzt nicht so... Nö, das hier jetzt nicht so... Haben wir auch viel zu viel. Limasamen. Aber den Chip brauchen wir nicht. Gut, danke. Ne, den wollen wir sammeln. Schwefelloss. Schwefelloss. Oh! Oh, hoffentlich finde ich hier nie einen Ausgang. Ich hoffe, dass es immer so weitergeht. Immer und immer und immer und immer. Aber ich glaube, der war schon. Oh! Oh, lass es nie zu Ende gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ne? Ich habe auch nicht geachtet, in welche Richtung ich hier reingelatscht bin. Ach so, hier ist doch der Ausgang. Oh, war das einer der schönsten Höhen überhaupt, ne? Und ich hatte schon ein paar Dates, aber das war echt eine schöne Höhle. So, nochmal Sauerstoff. Ich mache auch jetzt... Ja, den nehmen wir mit. Oh, wir machen hier weiter, ne? Also da oben erstmal da die Kiste kicken.
wäre jetzt hier nicht ums... Oh! 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 Er sagt doch, ihr Katapadates. Das ist schon, puh. Tja. Und eine Sauerstoffkapsel. Wozu muss ich denn eigentlich nach Hause? Nee. Eieieiei. Wo kommt die denn her? So, was war hier unten nochmal? Gibt's ja auch eine Höhle? Was? Öffnet. Oh! Oh! Ey, sag mal. Was ist denn hier los? Nee, ich muss nach Hause. Ich muss ja mal Schlüpper wechseln. Das gibt's ja gar nicht. Ich kann dafür auch nicht, ne? Aber das ja mal. Dann können wir ja unser megamäßigen Generator bauen. Heftig. Hätte ich jetzt nicht gedenkt. Boah, ich muss da unten. Ich muss überall. Ich muss da wieder hin. Ich muss gucken, was da abgeht. Heftig. Die Frage ist nur, ob wir jetzt gleich wieder dahin machen, ich denn komplett wieder ausraste oder ich da gleich hin mache. Weißt du? Die Geschichte ist das. So, sortier dich mal. Osmium. Ja, wen interessiert Osmium, wenn man Quasare haben kann? Ach, fuck. Die falsche Taste gedrückt. Aber so schlimm ist nicht. Quasare. 5 Stück brauche ich für ein Dings. Oh, da könnte ich 2 bauen. Oh. Schau mal, ich muss erst mich mal konzentrieren, so ein bisschen. So, die mal hier rein. Sortier dich mal ein bisschen. Ist das schlimm hier. Voll durcheinander. So, die können weg. Was brauche ich denn dafür? Gucken wir mal. So, wir brauchen Quasare und eine Superlegierung noch. Ich habe keine Superlegierung. Warum reicht die nicht? Schau mal, wir bauen noch einen Uranstab. Wegen Platzmangel. So. Und dann machen wir das ganz einfach, ne? Pass auf, du erstmal rein. Der Schwefel hier drüben erstmal aufräumen. Erstmal hier voller Spannung. Oh, was ist denn das für eine Folge, ey? Heftig. Da kenne ich gar nichts. Da ist alles wunderschön. So, du mal auch hier rein, ne? Was hast du? Durst? So, und dann eine Superlegierung, sagst du, ne? Ich brauche ja... Von euch brauche ich ja gar nichts. Nö. So. Von jedem 4. 1, 2, 3, 4. Ne, von dir aber nicht. Ne, von dir auch nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Gut. Pam, 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 pam. Cooler Typ, ey. So, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Oh, der ist aber klein. Kann ich den auch drinnen bauen? Ja, könnte ich. Hier hinten zum Beispiel. Aha. Kann ich hier mit irgendwas machen? Nö. Wie viel Energie machst du mir denn? Habt ihr... Seht ihr das? 1625. Der macht so viel wie 5. Boah. Boah. Ja, was würdest du denn dazu sagen, ne? Da fällt mir ja nicht... Da fällt mir einfach nichts zu ein. Krass. Einfach heftig, heftig, krass. So. Gut. Ich würde sagen, wir... Ja, irgendwas esse ich hier. Kann ich hier auch was nehmen? Ist noch nicht fertig? Du bist noch nicht fertig? Na dann, ich esse dich und dich. Irgendwas nehme ich jetzt hier noch mit. Ne, der ist wirklich noch nicht fertig. Warst du hier fertig eigentlich? Ach, du bist fertig. Ja, dann müssen wir das erstmal noch ansetzen. Den muss ich
Ach ja, ich muss ja erstmal einen bauen. Dazu brauchen wir ja wieder Zeug. Zum Beispiel Superlegierung. Immer braucht man Superlegierung. Für jeden Scheiß brauchst du Superlegierung, ne? So, Dings, eine Rinde brauchen wir. Dünger brauchen wir. Bakterienprobe brauchen wir. Ja, dann können wir bauen. Oh, das sind da coole Bäumchen. Die sehen hip aus, muss ich sagen. Ich pflanze jetzt einfach bei jedem Wässerchen das, ne? Ist mir egal. So, und du hier rein, dann kannst du hier so ein anderes Blatt mal formen. Mal ein bisschen wilde Vegetation bauen. So, dann haben wir das ja fertig. Jetzt bräuchten wir ja eigentlich... Oder, nee, warte mal. Lass mal noch ein paar Algen holen, weil wir müssen ja jetzt wieder gucken, dass wir Bakterien-Dinger bauen. Und dann müssen wir wieder Mutagene bauen. Und dann noch so anderen Scheiß, damit das dann so, weißt du, wieder so dann grün wird auf diesem Planeten. Was heißt wieder grün wird? Ich glaube nicht, dass der einmal grün war. Das könnte man, glaube ich, wenn man so Tiefenbohrungen macht, im Gestein feststellen, wie viel Sauerstoffgehalt mal in der Atmosphäre war. Bin mir ziemlich sicher, dass ich so eine Story schon mal gehört habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob das auch so ist. So. Ein paar Algen haben wir. So, dann brauchen wir ja eigentlich nur noch... Warum nehme ich nicht das Wasser mit, bevor ich andere verschwende? So, dann nehmen wir das ganze Wasser nehme ich mit. Ach ne, muss ich hier rein. So, da können wir nämlich erstmal die hier bauen. Na, ein Wasser fehlt noch. Nö, noch mehrere Wasser fehlen. Wenn ich dazu sehe, fehlen noch mehrere Wasser. So, Goodie. Eine Alge fehlt noch. Ich denke, mehrere Wasser fehlen. Ich weiß auch nicht. So, und was fehlt für die hier jetzt? Ach, Schwefel. Ja, das geht ja. Schwefel haben wir ja zum Glück genug. Ja, jetzt haben wir Dings auch genug. Schwefel. Das hier kann rein. Gut. Eine Baumrinde haben wir jetzt aber nicht mehr über, ne? Ne. Da bräuchten wir ja wenigstens. Ah ja, das ist doch schon mal gut. Und dann lass mal die Pflänzchen hier aufbrauchen. Wenn ich da schon mal zwei mitnehmen kann. Ja, 300, 400, die sind in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Unterschied macht so richtig, ne, aber... Wir gehen mal einfach stark davon aus. So. Einleitung der Sequenz. So, und dann haben wir das ja soweit ziemlich schön. Wir haben einen gebaut. Bald müssen wir wieder einen bauen. Auf jeden Fall genug zu tun. Ich werde mal, ja, das können wir hier eigentlich mit reinmachen. Dann werde ich mal Alge holen und ja, das machen wir beim nächsten Mal. Wer weiß, was wir sehen. Also, bis dann. Ciao, ciao.